Buongiorno, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2 nach längerer Pause mal wieder. Und ich muss mich mal ein bisschen leiser machen, tut mir leid. Moment. Irgendwie wird nicht leiser. Ah, jetzt. So. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr aufgenommen, deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen verwirrt. Und wir müssen jetzt in die Berge, so wie das aussieht. Hier hin. Ja. Und dazu gehe ich erstmal hier zu der Schnellreise, um dann hier hin zu reisen. Und von da aus müssten wir dann leichter zu den Bergen kommen. So mein Plan. Ah, und ich bin ein wenig verschnupft schon wieder. Es ist gerade Karfreitag und es liegt Schnee ein wenig. Hoppla. Das ist dann schon ziemlich nervig. Obwohl ich Schnee sehr, sehr gern mag, aber ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und da ist es dann schon ein bisschen schöner, wenn dann schön die Sonne scheint und man ein bisschen Gas geben kann und nicht immer Angst haben muss, dass das Auto ausbricht. Geh mir besser aus den Augen. Ja, 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 nicht so schnell, Lil. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Ich bin auch blöd, ich sollte mir auch mal die Schnellreise markieren, sonst laufe ich Richtung Mission und dann habe ich einen langen Weg vor mir. Länger als das sein müsste. So. Ich versuche heute auch mal mehr als nur 3 Folgen oder 4 Folgen am Stück aufzunehmen. Weil, wie gesagt, Karfreitag, da hat man ein bisschen Zeit. Und ich will mich mal dran gewöhnen, einfach mal ein bisschen länger aufzunehmen. Sonst wird es immer so knapp mit den Folgen, wegen der Zeit, der Arbeit und sowas. Und dann kommen halt immer wieder mal solche Pausen dazwischen, so von 2 Wochen, 3 Wochen. Und das will ich euch eigentlich nicht antun, vor allem weil ich ja jetzt mittlerweile schon kurz vor der 100 Abonnentengrenze bin. Also ich habe jetzt 95 Abonnenten gestern bekommen. Da bin ich schon ein wenig stolz. Und ich muss mir mal was einfallen lassen für die 100 Abonnenten Special. Denn 5 Stück könnten täglich jetzt passieren. Ich habe mir eigentlich überlegt gehabt, gut, ich mache eine kleine Umfrage, welches Spiel ihr denn gern, also am liebsten seht, also Darksiders, also von meinem Projekt momentan. Und dann werde ich davon eine ganze Stunde spielen, ganz normal. Und diese aber auch am Stück veröffentlichen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, ja gut, wer hat schon so viel Lust, mir eine ganze Stunde am Tag zuzuhören? Das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr wenig, das machen sehr wenige von euch. Könnte ich mir vorstellen, weil eine Stunde mir zuhören geht ja noch, glaube ich, hoffentlich. Sonst würdet ihr mir ja gar nicht zusehen. Aber die Zeit dafür haben, wage ich zu bezweifeln, dass ihr die habt. Deswegen habe ich die Idee mal abgeworfen. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich nicht irgendwas anderes mache. Aber die Idee, die ich hätte, funktioniert nicht, weil ich eine schlechte Internetverbindung habe. Ich wollte mir nämlich eigentlich einen Livestream machen. Und da dann halt zocken mit euch zusammen. Aber funktioniert ja nicht. Mein Internet ist zu lahm. So, und hier unten müsste es die Schnellreise sein. Wenn ich nicht ganz daneben bin. Verneben. Genau, ich bin verneben. Ein Holländer. Verneben. Okay. Einkaufen? Das ist doch die Schnellreise. Da muss ich doch nicht einkaufen. Oh, 100, 100. Na gut, wir haben ja genug. Und dann kann ich auch endlich mal in die Villa gehen und mir ein bisschen Geld holen. Denn mein lieber Webmaster hat mich da drum gebeten, beziehungsweise mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Geld da einfach verschwindet, wenn ich es nicht hole. Und das ist natürlich nicht so schön. Eingang? Da hinten. Wieder hört sich das so an wie FBI, Akte X. Irgendwie sehr, sehr mysteriös. Ja, ich bin auch teuer. Und trotzdem denkt mein Chef, ich schaffe zu wenig. Lustig ist ja immer, man arbeitet ja immer angeblich zu wenig, obwohl man trotzdem dann noch den Umsatz für den Monat rettet. Mit völlig unterbesetzter Mannschaft. Aber nun gut.
das ist eben Deutschland. Eine Leistungsgesellschaft ohne Ende. Wir können auch mal zum Architekten gehen, also, aber erst hole ich mir das Geld. Denn sonst holt unsere gierige Schwester das aus der Kiste. Wie war das? Ach, war das nicht 500 Florin? Na egal. Holen wir uns alles. Ich bin so gierig. So, und dann investieren wir das mal hier in die Stadt. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Geld und dann kann ich mir noch mehr leisten für die Stadt, um noch mehr Geld zu bekommen und dann noch mehr. Ah ja. Eine Geldmaschine also. Buongiorno. Ja, das hat ich auch schon gesagt. Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Architekt ist übrigens ein sehr geiler Beruf, also wenn ich studieren würde, wäre das auch so eine Idee. Aber ich bin mehr so Psychologe, aber damit kann man kein Geld verdienen. Man kann schon Geld verdienen, aber man sagt, diejenigen, die Psychologie studieren, sind hätten selber was an der Waffel. Zumal ich eigentlich auch gar nicht studieren kann. Ich habe ja nur den mittleren Reifeabschluss, aber egal. So, wo tun wir jetzt ein bisschen Geld investieren? Ja, Bordell, ne? Welche Stadt braucht kein Bordell? ja, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Was lohnt sich? Also, am besten ist es natürlich, wenn wir uns da bei Schmied oder sowas ein bisschen Geld investieren, weil wir da eben Rabatte bekommen. Hier 5%, 5% haben wir schon, 10% bekommen wir dann, wenn wir jetzt hier was investieren. Allerdings, wenn wir jetzt in Schmied investieren, haben wir wieder gar nichts. Das ist schon schade. Arzt wäre schon interessanter. Schneiderei ist eigentlich richtig. Ja, es ist zwar schön, immer so neue Klamotten zu haben, aber an sich lohnt es ja fürs Spiel nicht. Deswegen glaube ich, da investieren wir mal gar nichts. Bank. Steigert den Wert der Stadt enorm, aber für uns bringt es ja im Prinzip nichts. Kunsthändler bringt ja auch an sich nichts fürs Spiel. Komm, wir nehmen mal, Bordell? Ja, ich bin halt, ihr kennt mich ja. Dann nehme ich eben das Bordell. Und dann noch die, Brunnen. Weil Brunnen sind wichtig und dann ist auch unser Geld ausgereizt. Und ich hoffe, das lohnt sich. Sonst ärgere ich mich. Buon viaggio. Ja, finde ich auch. So. Sehr schön, was ist da hinten? Da glitzert doch was. Ach, das ist eine Truhe oder sowas ähnliches. Hier lagen mal Waffen. Wenn ich das so sehe. Was? Was kann man hier machen? Leute! Okay. I don't understand this. Ihr werdet euch bestimmt jetzt mit der Hand auf den Kopf schlagen und denken, oh, das wurde doch mal einem Spiel erklärt, du Idiot. Aber ja, ihr kennt mein modriges Gehirn doch. So. Wir müssen dahin. Ah, mein Controller ist in letzter Zeit so laut. Ah, ich will nicht ranzoomen, ich will weg. So. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Ich tue es normalerweise versuchen, immer rauszufiltern aus der Audioaufnahme. Was bisher immer ganz gut gelingt. Interessanterweise sogar. Hallöchen. Kommst du aus dem Bordell? Oh. Naja. Oh, hat sich gelohnt. Ah ja, das Bordell hat sich eindeutig gelohnt. Und wenn es nur für die Aussicht ist. Nee, interessanterweise funktioniert das Ausfiltern sogar besser als bei größeren YouTubern, wo ich jetzt mal zugehört habe, mal. Ein bisschen. Auch einen der ganz, ganz Großen. Wie tut's? Ah, jetzt. Nee, erst da lang. Ah, nee, komm, wir nehmen das Pferd, wenn es schon da steht.
dann wird es halt heute eine Geld verdienen Ausgeb Folge. Muss auch mal sein. Ich meine, ich will ja das Spiel auch zeigen. Auch wenn ich sage, ich will ein bisschen mit der Story durchkommen, durchrushen, dass ich mal die anderen Teile spielen kann. So. Ah, wir gehen wieder nach Florenz. Aha. Back to the roots. Wie weit ist das? Ziemlich weit. Naja. Andiamo. Irgendwie. Irgendwas stimmt doch da nicht. Naja, gut. Laufen halt mal. Es geht zumindest bergauf. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt, wenn man in die Berge will. Wollen Sie wirklich in die Berge reisen? Natürlich wollen wir das. Ach ja, unser Outfit, das gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Grün ist sowieso meine Lieblingsfarbe, auch wenn man nicht viel Grün sieht an dem Outfit. Aber egal. Es hat ein bisschen was von Robin Hood, finde ich. So. Umhang in diesem Gebiet nicht wirksam. Schade. Oh, Nase juckt. Oh, oh. Ah. Typisch Let's Player-Problem. Der Körper wehrt sich gegen Aufnahmen. So, setzen wir mal ab. Und schauen uns aber erstmal ein bisschen um. Bevor wir hier in die Mission rennen und gucken, ob hier nicht doch noch ein wenig versteckte Schätze warten auf uns. Die wir plündern können. Hier ist ein netter Herr, der Probleme mit seinem Wagen hat. Und das Pferd ist wohl aufgeschreckt von uns. Hallöchen! Hast du Probleme? Kann ich helfen? Du hast kein Werkzeug, was machst du? Ja, so kann ich auch einen Wagen reparieren. Wärst du jetzt eine schöne Frau, würde dir sicher jemand helfen. Aber so? So, dann gehen wir halt mal in die Mission. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Mal was von Hebelwirkung gehört. Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Interessant. Ich weiß was. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Machen wir natürlich. Und dieses Kleidobjekt. Ach, gleich. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich. Yeah, Need for Speed Venedig. Yeah. Die versuchen rauf zu klettern. Wirf sie wieder ab. Ja, wie? Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ex, jemand ist oben drauf. Fahr enge Kurven, um ihn abzuwerfen. Ja, ich versuch's ja. Das funktioniert nicht so gut. Ah! Hilfe! Oh. Echt geile Sequenz. Wow, 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 wow. Ah, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. Oh. Ah, verdammt, 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 verdammt. Ah. Ah.
Oh mein Gott. Nein! Ich habe übersteuert, aber egal! Halt dich gut fest! Das wird ein bisschen hart! Ein bisschen? Oh Gott! Oh! Oh, oh. Jetzt übertreibt ihr aber. Oh, oh, oh. Alter! Ich fühle mich wie bei Call of Duty. Sei vorsichtig, oder wir können sie nicht mehr reparieren. Ah ja, ist schön, dass man so gut ausweichen kann, ohne... Ah, nicht schon wieder so ein Viech. Oh, verdammt. Oh, nee. Die Kutsche ist bald hin. Wenn wir nicht gleich ankommen, sind wir Geschichte. Es ist aber auch echt schwer mit dem Ding zu steuern. Ah ne, ich fahr mitten durch, statt nur dabei. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Ich habe nur noch einen halben Strich Energie. Geschafft! Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Warum nicht gleich so? Na, klassisch, Da! Eccolo! Packt ihn! Und das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.